wir kommen zum letzten Programmpunkt. Die Podiumsdiskussion, bei der zusammengekommen sind Katrin Billmann von der Bundeszentrale für politische Bildung, Christine Kopf vom Filmmuseum, muss ich jetzt nicht groß vorstellen, Michael Jahn von Vision Kino, Merten Gießen vom Medienzentrum Frankfurt und Detlef Endewart, den wir auch vorhin schon kennengelernt haben, der sich mit der Umsetzung der Medienbildung in Niedersachsen beschäftigt hat. Ja, jetzt haben wir den ganzen Tag über verschiedene Anregungen und einen bunten Strauß an auch internationalen Projekten kennengelernt. Es gibt verschiedene konkrete Dinge, die in anderen Ländern weiter fortgeschritten sind als in Deutschland. Die Frage, mit der sich diese Runde beschäftigt, ist ja digitale Filmbildung. Was lernen wir für die Situation in Deutschland? Wie sieht das aus mit einer Plattform oder Plattformen? Was wäre wünschenswert? Wie ist da der Stand? Wie schätzt ihr das jeweils ein? Vielleicht antwortet einfach, wer sich zu dem Thema irgendwie äußern möchte. Das muss jetzt nicht der Reihe nach sein. Also wir, das Thema einer nationalen Plattform taucht ja immer mal wieder auf. Also auch auf europäischer Ebene, also national, europäisch. In Deutschland ist es, glaube ich, schon so, dass wenn wir jetzt über Filmbildung im schulischen Bereich nachdenken, dann muss ich mich ja in den Lehrer reindenken und dann wird mir wahrscheinlich der niedersächsische und der nordrhein-westfälische Lehrer sofort sagen, im Moment, ich habe doch Merlin, ich habe doch Edmond und ich weiß nicht, wie das in Hessen heißt, hat es wahrscheinlich auch einen Namen, so ein Fantasienamt, Edupool, da gehe ich zuerst drauf, wenn ich nach Materialien suche und ich glaube, wir aus dieser Filmbildungsecke, die nicht so ganz da drin stecken, müssen auch immer mal wieder so diese Situation des Lehrers da auch vor Augen haben und wenn wir Angebote schaffen, auch sehen, dass die Lehrer eigentlich erstmal so auf anderen Ebenen agieren und wenn wir dann sozusagen etwas Eigenes machen, ne, also ich meine Vision Kino, auch die BPB und das DIF mit dem Filmportal, da müssen wir zum einen die Brücke schlagen, vielleicht auch zwischen diesen von Lehrern so regelmäßig genutzten Portalen, aber dann natürlich auch für unsere Angebote so Werbung machen oder die so schick und cool und hip, ein Lehrer will ja vielleicht auch schön aussehende Dinge in seinem Unterricht einsetzen, müssen einfach da so gut sein, dass sie da eben auch auf unsere Angebote kommen. Und ja, das vielleicht so nochmal. Also eine Vernetzung von Interessen auch, nicht nur eine technische Vernetzung, sondern sich auf dem Laufenden halten, was ist wo und da zu schauen, wie man sich da einbringen kann und dass es eingebunden werden kann. Ich denke, dass wir haben hier so schöne Angebote gesehen, also ich glaube so Ideen, wie man im digitalen Zeitalter auch mit diesen Tablets und Smartboards und Computern umgehen kann, ich glaube, da gibt es genug Ideen, insofern bin ich da auch total optimistisch, dass wir da als Filmbildungseinrichtung nicht untergehen werden. Also aus hessischer Sicht würde ich sagen, was wir lernen können von unseren europäischen Nachbarn, dass wir manchmal vielleicht gar nicht so weit gucken müssen, auch von unseren niedersächsischen Nachbarn, kann man lernen, dass man vielleicht einfach ein bisschen Mut braucht. Und ich weiß nicht, ob das so ein hessisches Ding ist. Ich möchte das Aufnehmen von Nachbarn lernen, heißt die vielfältigen Ansätze, die wir hier heute nur an einem Tag erlebt haben, gerade in den Beratungsnetzwerken der einzelnen Länder, die kochen zu sehr ihr eigenes Ländersüppchen. Da muss man, glaube ich, offensiver sozusagen Grenzen überschreiten. Das fängt schon zwischen Hessen und Niedersachsen an. Aber von Niedersachsen in die Niederlande zu fahren, ist einfacher als nach Bayern. Ich frage mich, warum wir das noch nicht getan haben. Das ist das eine und das andere, nicht nur von
den ausländischen Kolleginnen und Kollegen oder so. Für mich hat sich hier nochmal festgestellt, die Filmbildung gibt es nicht. Und ich denke, wir müssen offen dafür sein, ganz unterschiedliche Ansätze mit ihren Stärken zu fördern und gleichzeitig über Vernetzung so etwas wie eine Lobby für Filmbildung aus meiner Perspektive in der Schule, und da widerspreche ich, die Schule überhaupt nicht schützen vor den Spielfilmen oder unbedingt die Spielfilme nicht vor der Schule schützen, sondern die Spielfilme nutzen, Schule zu verändern. Ja, ich habe auch heute mitgenommen von den Kolleginnen und Kollegen aus unseren Nachbarn aus den Niederlanden tolle Impulse, Dänemark, Frankreich sowieso schon seit 1900, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg schon ganz weit vorne. Also das sind Zeiträume, die sind natürlich jetzt nicht innerhalb von wenigen Jahren oder Monaten einzuholen, aber also Lobbyarbeit ist für mich nochmal ein wichtiges Stichwort gewesen, weil was der französische Kollege sagt, dass er jetzt daran arbeitet, dass es auch in den Lehrplänen bleibt und im Zeitalter der Digitalisierung nicht runterrutscht oder eben weiterhin auch relevant bleibt als Kunstform, da sind wir noch nicht. Aber ich glaube auch, dass es der Filmbildung in Deutschland sehr gut geht, dass wir wahrgenommen werden, dass es eine gute Rezeption gibt, von den Förderern auch, von der Branche. Und das habe ich jetzt mitbekommen. Ich war jetzt auch in letzter Zeit häufiger unterwegs und auf einer sehr schönen Kinderfilmtagung in Erfurt, wo auch die gesammelte Branche versammelt war, aber auch Autoren, Förderer, so Institutionen wie meine, wo die Filmbildung als Thema, also das war eines von den drei Top-Shots, die auf dieser Tagung besprochen wurden. Ja, also das ist, wollte ich nur noch mal als Rückenstärkung auch sagen, dass das brennt ganz vielen Menschen unter den Nägeln. Als zweites wollte ich noch sagen, aber das ist ja heute auch schon in dem Einführungsvortrag, Gott sei Dank, schon von Anfang an auch relevant gewesen, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir in diesen digitalen Technologie-Förderinstrumentarien, die jetzt massiv reingeschoben werden in die Bildungslandschaft, also viele Kolleginnen und Kollegen sind da gar nicht drauf vorbereitet. Es gibt oft dann auch nicht die Zeit, um Projekte so gut vorzubereiten, dass sie eben dann nicht wieder nur auf technische neue Gadgets hinauslaufen und Medienmündigkeit im Sinne von how to use, ja, sondern dass es eben auch weiterhin darum gehen muss, für uns das Thema Filmbildung in dem Bereich so stark zu machen, wie ich meiner Wahrnehmung nach es schon ist noch. Ja, aber wir müssen halt wirklich verdammt aufpassen, dass wir im Zuge der Digitalisierung auch Content orientiert ganz stark arbeiten und uns auf das konzentrieren, was wir schon sehr lange machen, aber eben mit Hilfe der neuen Medien und der technologischen Entwicklung. Vielleicht daran anknüpfend nochmal, wir haben ja jetzt einiges kennengelernt, einige konkreten Tools oder auch Apps. Gibt es da besondere Desiderate, irgendwas, was man sich noch wünschen würde, dass es würde, was der Filmbildung auch nochmal die Filmbildung unterstützen könnte, würde? Leerstellen. Nein, also ich hatte, also ich weiß, ihr macht das, ne, von Amma, auch für die etwas jüngeren Schüler solche digitalen Angebote zu entwickeln, aber ich glaube, was schon spannend wäre, wäre noch mehr so aktive Angebote auch für jüngere Schüler mal kennenzulernen. Also das war jetzt mir alles, also vieles war so ein bisschen mehr für die weiterführenden Schulen und ich glaube, dass wir da in dem Kontext, weil die digitale Bildung ja auch da unten ansetzen soll, dass wir da eben auch schon jetzt nicht nur rein rezeptive Erklärvideos irgendwie anbieten sollen, sondern auch tatsächlich filmbildnerische Angebote schaffen. Das kommt ja vielleicht auch noch im Zusammenhang mit einer gewissen Gewöhnung an neue Formate. Worauf ich, glaube ich, Lust hätte, wäre
habe ja am Anfang schon zugegeben, dass ich militant bin. Wenn man erst den Film im Kino sehen würde und dann vielleicht da sitzen bleibt und mit dem Tablet irgendwas macht oder auch rumläuft mit dem Tablet oder so, das würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Okay, also so ein experimentelles Szenario. Ja. Mhm. Okay, auch spannend, ja. Wobei das leitet auch gleich über zu meiner nächsten Frage, dass der Kinofilm, der 90-minütige Kinofilm, so ein sperriges Format für den Unterricht darstellt, hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Gibt es da auch Überlegungen auf, wir haben jetzt eben diese Anfangssequenzen als ein Projekt gesehen, das auch mit kürzeren Formaten dann zum Beispiel arbeitet. Wäre das etwas, also gibt es da weitergehende Überlegungen, wäre das was, wo Filmbildung sich noch stärker einbringen könnte? Oder eben auch ein Thema wie YouTube-Clips oder animierte GIFs und so weiter? Auf jeden Fall. Das müssen wir, also das habe ich leider auch beobachtet bei dieser Tagung, dass man sich sehr stark, das ist natürlich aller Ehren wert und soll auch so bleiben, dass Kinder und Jugendliche und Menschen ins Kino gehen, aber dass man sich sehr stark auf den Kinofilm als solches konzentriert und die anderen Rezeptionsorte, wo unsere Kinder und die Jugendlichen unterwegs sind, nur Marketing auf dem Zettel hat, aber nicht, was sozusagen die Erstabholung des Mediums von Bewegtbild, wie Sie es auch richtig nennen, ja, weil das ist auch das, was wie die Bundeszentrale für politische Bildung das seit einer ganzen Weile fasst und wer vielleicht kennen einige von uns unsere Website www.kinofenster.de. Da haben wir lange sehr gut und sehr schön mit Vision Kino zusammengearbeitet, aber jetzt, weil wir halt eben diese anderen Rezeptionsorte auch gerne mit berücksichtigen wollen und nicht die und die sozusagen diese Zielgruppe verlieren wollen für unsere Arbeit, auch woanders hinschauen, auf YouTube, auf Webserien, auch auf Serien, die erfolgreich auf Netflix laufen zum Beispiel oder auf Funk. Also das ist ein öffentlich-rechtliches Portal. Klar, wir haben es da mit Zugangsbeschränkungen zu tun, die muss man vielleicht auch daran mitwirken, die zu überwinden in irgendeiner Form für den Bildungsbereich. Aber sich dem zu verschließen, da irgendwann wird es dann so sein, dass, wie drücke ich es jetzt am besten aus? Kinofilm wird natürlich weiterhin wichtig sein und ich arbeite auch sehr gerne in meiner Arbeit mit dem Filmerbe, dem Deutschen, dem Internationalen. Aber es ist wichtig für uns, in andere Rezeptionsorte zu schauen, wo halt kürzere Formate auch rezipiert werden und wo die Zielgruppe selber am Start ist und selbst über Film redet. Also ich denke auch, wenn man aus der Perspektive Schule diskutiert, dass eine stärkere Einbindung von Kurzfilmen jedes Genres interessant ist und wir auch darüber nachdenken, das zu tun, aber etwas, was angesichts der politischen Situation und der Diskussionen in unserer Gesellschaft, glaube ich, zunehmend wichtiger wird, ist, sich mit journalistischen Formen auseinanderzusetzen. Der Begriff Producer ist ja schon gefallen und wir haben es in den sozialen Medien mit Jugendlichen in der Schule zu tun, die aus den sozialen Medien ihre Informationen entnehmen und gleichzeitig in die sozialen Medien ihre eigenen Meinungen transportieren. Und dort in Schule dafür zu sorgen, dass diese Art von unprofessionellem Journalismus gewissen Standards vielleicht zu folgen hat und auch die Fähigkeit, andere Formen journalistischer Präsentationen analysieren zu können. Da sehe ich eine große Aufgabe sozusagen an der Querschnittstelle zwischen politischer Bildung, Medienbildung und Filmbildung. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mit Kurzfilmen und besonderen Kurzfilmen, die brisant sind und etwas provokant sind, was meinen Sie, wie sind die Lehrer, sind viele Lehrer in der Lage, sich mit was in der Klasse danach passieren kann, sich auseinanderzusetzen aus der verlegerischen Sicht. Wir wagen auch, was für Filme kaufen wir ein für unsere Lehrwerke und so genau aus diesem Grund, weil für uns ist es ein Teil, würde ich sagen, unsere Jobs, die Lehrschaften sozusagen
zu bewaffnen, wie können sie mit diesen Themen umgehen, nicht nur Film. Dürfen wir mutiger werden? Nee, Ihrer Meinung nach, weil die Antwort ich habe Kontakt zu Lehrern und ich gehe auch hospitieren und war selber Lehrerin, aber das ist immer so, ob man dieses Kurzfilm einkauft und in den Lehrwerken steckt. Dennis. Also aus der Vorstellung, meiner Vorstellung ist deutlich geworden, wenn man sich im Bereich der politischen Bildung bewegt, muss man mutiger werden, auch in Schule. Und ob Lehrkräften das nun passt oder nicht, die Auseinandersetzung mit Problemen, die in dieser Gesellschaft existieren, den können sie sich nicht entziehen. Und ob sie es können oder nicht, spielt dabei auch keine Rolle. Die Aufgabe von Beratungsinstitutionen ist, dazu beizutragen, dass sie da besser mit umgehen können. Und ja, man muss mutiger werden. Nein, das ist sogar eine Aufgabe von Schule. Ich würde noch so einen Schritt weitergehen und zwar sagen, dass das eigentlich die Aufgabe der Lehrer ja ist. Also sozusagen, es kann ja nicht sein, dass das Material immer schon so rezeptartig ist, dass der Lehrer nichts mehr leisten muss, als es abzuspielen. Man muss mal so ein bisschen auf die vielleicht auch die Profession der Lehrer vertrauen und die entsprechenden Schulen notfalls, dass das auch funktioniert. Zu der Ausgangsfrage würde ich noch gern sagen, dass ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, am Ende sozusagen das Ziel dem Format zu opfern. Ja, so rum habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja. Also, dass wir bei Medienbildung generell und Filmbildung fasse ich jetzt einfach mal damit rein, das Problem haben, dass wir, wenn wir über Handlungsorientierung, Projektorientierung, Kompetenzorientierung reden, dass wir das nicht in diesen 45-Minuten-Takt reinquetschen können. Das ist uns irgendwie allen klar. Aber zu sagen, wir schaffen durch die Digitalisierung sozusagen kleine Häppchen, die am Ende fast gar nicht mehr das Ziel im Blick haben können, aber die sind dann passgenau für die 45-Minuten-Taktung. Da würde ich lieber sagen, nehmen den Mut zusammen und sprengen den 45-Minuten-Takt mal. Also ich glaube, das, was mit der Digitalisierung einhergehen muss, dass man in der Medienbildung sagt, die Lehrer müssen zum Navigator werden, weg aus der Vermittlungsrolle, mehr in die sozusagen Orientierungsrolle reingehen und so weiter. Alles das muss ja auch stattfinden und das sozusagen zu konterkarieren, indem man kleine Häppchen baut. Also da würde ich sozusagen mich gegen wehren wollen, sondern sagen, lass uns lieber den größeren Schritt wagen. Wobei Medienrezeption ja oftmals in diesen kleinen Häppchen stattfindet, also Stichwort YouTube-Videos und so weiter. Es geht nicht darum, den Kinofilm jetzt unbedingt in kleine Häppchen aufzuteilen, aber ansonsten bin ich da schon. Ja, aber zum Beispiel, also meine Kollegin vorhin ja bei dem einen Film sich einmischte, was glaube ich auch im medienpädagogischen Ansatz ja immer dazu gehört, ist, dass man auch das Filmen mal machen lässt. Also ich glaube, es gibt sozusagen, natürlich ist es irgendwie im Deutsch mittlerweile so, dass es Fachinhalt ist, zu sagen, wir müssen Filmsprache, Filmtheorie vermitteln. Aber aus meiner Überzeugung ist es ganz wichtig, dass man selber auch mal praktisch was macht und daran dann merkt, oh, das funktioniert gut oder das funktioniert schlecht. Und dafür brauche ich dann wiederum Zeit. Ich wollte noch ergänzen, wegen der kurzen Form, dass es ja auch irgendwie ganz beruhigend ist zu wissen, dass Mediengeschichte ja nur für eine ganz kurze Zeit eigentlich 90 Minuten etc. hatte und früher sozusagen ja eigentlich gerade die kurze Form in der Filmgeschichte ja und auch zum Beispiel das GIF oder der Loop und diese ganzen Dinge, daran kann man eigentlich auch ganz wunderbar anknüpfen, um zum Beispiel, also gerade aus der digitalen gegenwärtigen Rezeption von jungen Menschen kann man manchmal sogar leichter anknüpfen, ist mein Gefühl in der letzten Zeit mit dem ersten Stockwerk unserer Dauerausstellung, wo es um Vor- und Frühgeschichte, Mediengeschichte eigentlich geht und den langen Spielfilm so ein bisschen überhüpfen. Das ist ganz interessant. Ja, also neben den Materialien der Vernetzung geht es eben auch um Lehrerbildung, auch ein ganz großes Thema. Im Lehramt mit diesen Themen auch präsent zu sein. Was ich gerne noch fragen möchte, gerade auch die Institutionen, die jetzt zusammengekommen sind, was ist da als nächstes in Planung, wo geht da die Reise hin, was ist da an Visionen, an Ideen? Wenn es um Visionen geht, dann sind wir immer gleich. Habt ihr eben Namen besetzt? Es geht an uns. Wir sind natürlich auch, also was wir ja immer so machen, ne, sind so Sachen wie Websites, wir drucken
eigentlich so gut wie keine Hefte mehr, also so Unterrichtsmaterialien, was ja auch in Frankreich schon so auch passiert ist. Da sind wir natürlich auch dran. Wir versuchen die Sachen, also auch Unterrichtsmaterialien so zu gestalten, dass da jetzt eben auch längere Filmausschnitte mal auch mit Analyse-Tools versehen zur Verfügung stehen. Unser Ziel natürlich als Vision Kino ist eben auch dieser antiquierte, aber ja auch mittlerweile digitale Projektor ausgestattete Ort Kino. Insofern sind wir natürlich jetzt nicht irgendwie komplett ortlos im Virtuellen, aber ansonsten spielt für uns digital natürlich immer eine Rolle, auch mit neuen Angeboten. Das ist für uns echt Alltag. Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass wir auf kinofenster.de jetzt auch einiges Neues ausprobieren. Also wir haben auch Rubriken umgenannt, die heißen jetzt nicht mehr neu im Kino, sondern aktuell, sodass auch andere Medien darunter gefasst werden können. Wir haben jetzt ganz aktuell Berlin-Babylon, will ich immer sagen, es heißt aber Babylon-Berlin. Ne? Den anderen Film gibt es aber auch besprochen als Film oder Format des Monats. Wird der jetzt, oder... Ne, ausgestrahlt in der ARD, aber eine Kooperation zwischen Pay-TV und ARD. Also solchen Formaten widmen wir uns auch, weil wir die sehr spannend finden, solange sie eben irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblicken und ohne Bezahlschranke sind, wenn möglich. Wie Micha schon sagte, wir fangen auch an, jetzt stärker audiovisuell vermittlerisch zu arbeiten, also mit Videoanalysen, wo wir mit Filmausschnitten arbeiten können, da natürlich immer angewiesen auf die Ausschnitte, die zur Verfügung stehen oder eigens für uns zur Verfügung gestellt werden. Das weiß jeder, dass das sehr problematisch sein kann, gerade mit aktuellen Filmen oder je nachdem, mit welchem Verleih man es zu tun hat. Wir haben demnächst eine Ausgabe, wo wir Kinderkurzfilme besprechen. Also es ist ein sehr wandelbares Format geworden, wo wir monatlich wirklich versuchen, verschiedene Genres und Gattungen und eben auch Rezeptionsorte mit auszuwerten. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, das wissen aber auch einige, dass die Tine und der Micha und ich jetzt hier an Anwesenden, aber auch noch weiteren Institutionen zusammenarbeiten in einer Arbeitsgruppe. Achtung, Arbeitsgruppe, also auch Arbeitsbegriff und Platzhalter, interkulturelle Filmbildung bzw. Fortbildung. Das machen wir jetzt seit der von Tine schon angesprochenen Tagung, seit ein, zwei Jahren gemeinsam. Und da ist in nächster Zeit auch ein bisschen was zu erwarten, glaube ich, an Output und praxisorientierter Wegbegleitung für Multiplikatoren, aber auch für uns selber innerhalb der Disziplin. Ich kann vielleicht für die hessischen Medienzentren ein paar Sätze sagen. Also das Thema Filmbildung ist seit, Herr Ostolewski hat es vorhin schon erwähnt, so ein bisschen schon länger auf der Agenda der Medienzentren. Da hat es eine längere Sensibilisierung gegeben. Wir haben einen Menschen aus unserer Reihe auserkoren, ist auch anwesend hier, Bernhard Bauser, der für die Koordination aus Sicht der Medienzentren mit der Filmbildung sozusagen zuständig ist. Wir haben ja den Ethiopool, der lange nicht so sexy ist, wie das, was wir heute von Filmzentralen gesehen haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Dort drin sind aber Unterrichtsfilme, sind Spielfilme, sind Kurzfilme. Und ich denke, man könnte, wenn man den Mut hätte, ein bisschen darauf hinarbeiten, dass man den vielleicht so hinbekommt, dass er ein Portal sein könnte, in dem dann auch andere Akteure und vielleicht auch Anbieter hessenweit Materialien auch sozusagen einstellen können. Ein erster Schritt, den wir dazu gehen wollen am 01.01.2019, ist, dass die Verwaltung des Ethiopools, das ist natürlich noch momentan schwierig, weil das ja in kommunaler Hand ist eigentlich, ans Land übertragen werden soll. Dann wäre es eine echte Landesplattform und die Inhalte der Medienzentren, die kommunalen, wären dann sozusagen in so Teilbereichen des Ethiopools erhältlich. Und dann hätte man eine Landesplattform, in der man dann vielleicht auch andere Projekte abbilden können. Das fände ich eine gute Vision, an der ich gerne arbeiten würde und hoffe, dass wir da irgendwie dranbleiben können. Ja. Vielleicht noch, also ich denke, meine Kollegen in Niedersachsen werden das, was wir im Bereich Filmbildung aufgebaut haben, der Begriff fiel ja schon, nachhaltig weiterentwickeln. Das, was dringend notwendig ist bei uns, wir haben zwar diese Plattform Merlin,
nur sie bedarf dringend einen Relaunch. Und das ist eine Vision von mir, dass das demnächst angegangen wird. Und was ich sicher tun wird, ist, dass die Materialien, die der Olaf vorgestellt hat, dass wir daran weiterarbeiten in alle Richtungen, also sowohl diese historisch-kritischen Materialien, über Kurzfilme hatte ich schon gesprochen, das, woran wir sind, dafür ein Konzept zu entwickeln, dass das nicht so punktuell wie bisher, das könnte spannend sein, den Film haben wir, sondern das etwas konzeptioneller gestalten. Ich wollte, da ist mir jetzt noch was eingefallen, wo es um den Relaunch von Merlin geht. Es gibt ja auch von Bundesregierungsseite her, gibt es ja so diese Digitaloffensive, wo auch eine Schulcloud im Zusammenhang mit Hasso Plattner entstehen soll, wo ja auch irgendwie so eine, es gibt ja so über die Länder hinweg eben auch große Töpfe, die da zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich was Wichtiges, was wir noch lernen müssen, wie man sozusagen auch unsere Angebote damit reinbringt. Ne? Also wir sind da jetzt auch gerade dabei, das ist dann nicht nur so, dass wir dann einfach unsere PDFs da hochladen, nein, das muss dann neu verschlagwortet werden, da muss man dann auch nochmal vielleicht Rechte neu klären. Wir hatten das ja auch, Gabi Blome ist auch hier dabei, sie hatte für eine DVD, die wir gemacht haben, auch wahnsinnig viele Rechte nachrecherchiert, also Filmausschnitte, damit wir die eben auf diese Plattformen der Länder dann mit einbeziehen können. Und ich glaube, das ist was wir auch nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen, dass unsere Angebote eben da auch in diese neuen digitalen Strategien auch noch mit reinpassen, damit sie sozusagen in diese neuen Kompetenzkriterien zum einen damit funktionieren, natürlich auch unsere alten Medienerklärungen und Ideen und Kompetenzpapiere auch noch funktionieren, aber dass wir da irgendwie uns irgendwie auch schon noch so ein bisschen reinmogeln oder halt auch aktiv reinbewerben. Ein anderes Thema, das mir auch aufgefallen ist, dass es nie so explizit genannt wurde, aber eigentlich auch damit gearbeitet wird, ist dieses auch von vielen Fördergeschichten begleitet, auch auf europäischer Ebene, Open Educational Resources, also frei verfügbare Lernmaterialien. Da hat man natürlich einerseits mit dem Film immer diese lizenzrechtlichen Problemkonstellationen, andererseits haben wir ja auch heute vieles kennengelernt, was zugänglich und verfügbar gemacht wird. Also insofern wäre das auch nochmal eine Idee, da zu schauen, ob man nicht das ein oder andere auch mit solchen Fördermöglichkeiten noch als Projekt entwickeln kann. Ich wollte nur mal kurz aus europäischer Perspektive sagen, dass da eben auch auffällt, dass seit noch nicht sehr lange, aber seit ein paar Jahren sozusagen nochmal stärker auch in den Austausch zwischen den unterschiedlichen Playern im Filmbildungsbereich auf europäischer Ebene sozusagen ja auch die Möglichkeit gibt, sich bei Programmen zu bewerben und das eben auch dazu geführt hat, dass es wie heute die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, dass wir aber immer auch, da habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen, es gibt nicht die eine europäische Plattform für Filmbildung. Wir fangen dann immer wieder eigentlich mit sehr kleinen und sehr begrenzten Budgets, die jetzt es uns gar nicht erlauben würden, Plattformen aufzubauen, geschweige denn zu unterhalten. Bewilligungszeiträume waren bisher immer auf ein Jahr, jetzt ist es gerade mal auf 2 Jahre sozusagen erhöht worden. Und Ines Bayer hat das gesagt, wir sollten keine Plattformen schaffen, die wir nicht dann auch irgendwie weiter betreuen können. Das wäre fatal. Es fehlt aber sozusagen, wenn es denn darum geht, und das tut es der EU und dem Mediaprogramm etc. ja immer, sozusagen wirklich die europäische Vielfalt von Film oder von Filmerbe gar darzustellen, fehlt es tatsächlich dann immer an irgendeinen Plattformen, die diese Technik und die Tools und auch das Geoblocking und das Login und ich weiß nicht was sozusagen bereitstellen würde, damit wir überhaupt mal anfangen könnten, was für Projekte wir da drauf tun. Dafür gibt es eigentlich keine Ressourcen und ich denke schon auch, also klar, es gibt irgendwie Merlin und es gibt vielleicht irgendwie was auf Medienzentrumsebene und Hessen und so weiter, aber
könnte man diese Ressourcen sozusagen zusammen auf einen Haufen werfen und ja, ist doch so. Und tatsächlich irgendwie Rechte klären und schöne kuratorische, explorative und sonst wie Möglichkeiten anbieten, wäre das ja schon nochmal was anderes, weil gerade sozusagen Möglichkeiten mit dem Filmmaterial wirklich, wie du es heute Morgen ja auch eingefordert hast, irgendwie im Sinne von Remix und kreativ, künstlerisch sozusagen umzugehen. Also so furchtbar häufig finde ich das jetzt noch nicht bei den Angeboten im deutschen Filmbildungsbereich. Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Also es geht ja bei diesen europäischen Plattformen wirklich nicht nur um das Geld, sondern es ist, wie du sagst, es ist die Rechteklärung. Es ist eigentlich nicht bezahlbar und es ist auch von Rechteinhaberseite ist das natürlich auch eine starke Lobby, die das gar nicht möchte. Das erfahren wir ja auch jeden Tag oder so oft, wie wir versuchen, Filmlizenzen zu verhandeln. Wollte ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen, weil es gibt in der Tat bei der Bundeszentrale jetzt auch mittlerweile einen Sammelschwerpunkt. Viele Kurzfilme sind da schon vertreten, aber auch Dokumentarfilme. Ich versuche jetzt auch in den Kinderfilm und in den Spielfilmbereich stärker vorzudringen. Das ist oft themenbasiert, aber es gibt bei uns eine wunderbare Mediathek, die mittlerweile wirklich auch gut bestückt ist. www.bpb.de, wo man Filme sich kostenfrei anschauen kann und das auch im Unterricht. Ja, also diese Möglichkeit gibt es und viele Filme sind auch mit Materialien und Arbeitsblättern versehen. Und wir wollen auch, vielleicht das auch mal, auch, also Ihnen stimme ich da voll und ganz zu, wir setzen auch jetzt wieder und vermehrt stärker auf die Form des Kurzfilms, aber eben in der Online-Verfügbarkeit und also auch weg von DVD und Blu-ray, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, ich würde gerne an der Stelle, bevor wir zur Schlussfrage kommen, auch nochmal öffnen zu Publikumsfragen. Das ist eigentlich weniger eine Frage als mehr einfach so eine Anmerkung. Als ich jetzt, vor 10 Jahren habe ich mich schon mal irgendwie mit Filmanalyse so ein bisschen befasst, habe das in meinem Unterricht gemacht, da war das noch gar nicht Thema. Jetzt, als es wieder Thema wurde in Deutsch, habe ich mich dann wieder damit befasst, habe dann angefangen im Internet so ein bisschen zu suchen, aber nebst vielen anderen Sachen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass ich hier hinkommen musste, um festzustellen, was es alles gibt. Ja, dass das... Ich hätte vielleicht viel früher drauf stoßen müssen. Das ist, finde ich, eigentlich schade. Ich habe jetzt, das war wirklich für mich heute sehr interessant. Ich habe unheimlich viel Neues gelernt. Nur bin ich beim Suchen darüber so nicht gestolpert. Und das finde ich eigentlich schade. Man müsste das, die guten Sachen, die es gibt, viel mehr vernetzen, weiter auch ausstreuen, dass das, ich sage jetzt mal brutal, bei Google oder Yahoo oder was immer man sucht, ganz oben erscheint. Weil es wirklich schöne Sachen gibt, von denen ich keine Ahnung hatte. Ja, das ist vielleicht für mich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, nochmal so auf den Aspekt Lehrerbildung hinzuweisen. Also das Dilemma ist ja natürlich, dass Filmbildung in den 20 Jahren, wo wir jetzt über Medienbildung reden, eigentlich nie richtig vorgekommen ist. Denn es ging von Anfang an natürlich eher um das, was heute also das Digitale heißt. Das ist das eine, das heißt, wir haben eine ganze Generation, wo es außer ein paar Freaks eigentlich keine Kompetenzen gibt. Und wenn man sich jetzt in den Universitäten die Ausbildungsgänge anschaut oder auch in der zweiten Phase, also im Referendariat, dann spielt das da auch keine große Rolle. Ich denke, da müssen wir ganz schnell aktiv werden. Zurzeit, für alle, die es nicht wissen, die Kultusministerkonferenz verhandelt gerade die Standards in der Lehrerbildung neu. Das heißt, dort werden all die Dinge, die aus dieser Digitalstrategie 2016 wichtig sind, in das Profil von Lehrerkompetenz rein gearbeitet. Und das ist natürlich auch wieder ein Orientierungspunkt für alle Phasen der Ausbildung. Und da taucht im Moment bisher Filmbildung auch noch nicht so richtig auf. Wir haben jetzt versucht, mit ein paar Stellungnahmen so ein bisschen da was reinzubringen. Aber ich denke, die Interessenverbände, die jetzt hier da sitzen und das vielleicht auch ermöglichen können, sollten da auch aktiv werden, in so einer Richtung zu agieren. Kann ich vielleicht gerade nochmal anschließen, also sozusagen im außerschulischen Bereich
würde ich auch sagen, dass wir eigentlich viel mehr in der Filmwissenschaft oder in der Medienwissenschaft grundsätzlich auch in so eine Richtung gehen müssten, junge Vermittlerinnen und Vermittler irgendwie auszubilden, die wirklich sozusagen ein filmgeschichtliches und filmwissenschaftliches Wissen irgendwie haben, aber trotzdem auch eine Vermittlungskompetenz und auch willens sind, sich sozusagen mit jungen Menschen zu beschäftigen. Das ist nämlich in der gar nicht so selbstverständlich und es ist ja auch nicht mit so einem hohen Status verbunden immer noch. Also ich kann nur sagen, ich glaube, bei der Bundeszentrale gibt es Volontariate, bei uns gibt es Praktikanten oder Praktikantinnen, aber auch da ist eigentlich ehrlich gesagt eine große Leerstelle in Deutschland, was den Vermittlungsbereich angeht. Also wirklich jetzt auch nochmal im Hinblick auf Mediengeschichte und Filmgeschichte gesehen. Was eher als akademische Disziplin wahrgenommen wird, aber ja, diese Umsetzung in andere Bildungsbereiche nicht wirklich, gut stattfindet und in der Medienpädagogik ist wiederum dieser Schwerpunkt Film nicht so stark ausgeprägt oder visuelle Medien. Insofern ja wichtiger Hinweis, dass es gerade in der Verhandlung, Aushandlung der Inhalte für die Lehrerbildung ganz wichtig ist, da das zu platzieren und ja im Rahmen von visuellen Kompetenzen auch das innerhalb der digitalen Bildung zu verorten zu lassen. Ja, ich wollte noch mal kurz was aus der Richtung, Horst, jetzt direkt aus der Praxis Lehrerbildung. Ich freue mich sehr über diese Plattform Resum, weil das wird was sein, was ich verwenden werde und kann, weil es mein Zugang auch ist und weil ich glaube, dass es ein Zugang ist, um Bildsprache, Filmsprache zu verstehen. Da ist alles drin. Das andere ist selber machen. Und das ist das, was wir im Medienzentrum auch tun, mit den Lehrkräften selber produzieren. Ganz kleinschrittig, mit ganz einfachen Mitteln, aber zu spüren, wie geht das denn? Und das kann ich nur, wenn ich das selber tue. Also das sind so unsere Zugänge und ich denke, da sind diese ganzen unterstützenden Maßnahmen wirklich hilfreich, ja. Genau, ich möchte mich da anschließen. Ich arbeite beim offenen Kanal, den gibt es 4-mal in Hessen und da gibt es ganz viel praktische Angebote, wo auch aktiv diese kurzen Filmgenres gelernt werden können, nach dem Motto, also dem urpädagogischen Prinzip Lernen durch Erfahrung. Wer selbst mal in einem Kurzfilm gestanden hat, der kann ihn auch für sich zukünftig deuten und damit weiter umgehen. Das war's. Ja, danke. Jetzt sind doch in der Runde nochmal Themen und Aspekte aufgetaucht, die wir bislang heute noch nicht so stark diskutiert hatten. Ich möchte die Runde abschließen mit dem Angebot der Aufforderung, nochmal ein jeweiliges Plädoyer aus der eigenen Perspektive zu halten oder ein Statement zum Abschluss dieses Tages. Ja. Es drängt sich niemand. Ja, also ich bin jederzeit bereit für Netzwerken und gemeinsames Lobbying, Lobbyarbeit. Ich habe da von den Niederlanden sehr viel gelernt und auch generell in diesem europäischen Austausch sehr viel gelernt und würde mir das wirklich für Deutschland, für mein eigenes Land innerhalb sozusagen sehr viel stärker wünschen. Also wir versuchen das ja auch mit diesem Fachtag unter anderem Player sozusagen auch zusammenzubringen und ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam weiter dran machen. Also ich weiß, dass ich demnächst gerne mal mir Amma ein bisschen genauer angucken würde. Und das gefällt mir unglaublich gut, was ihr da macht. Auch jetzt für Lola Rent, das kam heute gar nicht zur Sprache, oder? Das Material, was ihr da erstellt habt, großartig. Frei zugänglich, also absolut sehenswert und nachahmenswert. Aber ich habe auch mitbekommen, wie lange das gedauert hat. Willst du es doch mal sagen? Oder? Wie gesagt, es gibt darauf zwei Antworten. Ein halbes Jahr oder 15 Jahre. 15 Jahre, die gesamte Geschichte des Projekts.
Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, genau. Also ich würde gerne weiter in diesen Formaten arbeiten, aber was Tine gesagt hat, auch nochmal bestärken. Mehr Lobbyarbeit, haben wir jetzt auch aus dem Publikum wieder gehört, uns noch mehr sichtbar machen, was wir tun. Aber auch auf regionaler Ebene, auch das habe ich ja auf den Veranstaltungen und auch bei dieser Tagung, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, gehört, dass die Netzwerke, die es ja bundesweit schon gibt für Filmbildung in den einzelnen Bundesländern, das sind schon verschiedene in NRW, in Niedersachsen, aber auch in Brandenburg, auch zur Nachahmung empfohlen werden könnten und möglichst so hoch angebunden, wie es irgendwie geht. Ja, also ich denke auch, dass jetzt gerade die Zeit wäre, unsere Filmbildungsnetzwerke wieder neu aufzustellen, um der um möglicherweise anderen Interessen da irgendwie auch gut aufgestellt entgegenzustehen. Ja, also ich bin mit einer Frage gekommen, weil wir ja eigentlich im Medienzentrum eigentlich Medienbildung betreiben und ganz am Anfang hat Tine Kopf schon gesagt, dass irgendwie Filmbildung etwas breiter gedacht vielleicht Medienbildung ist. Sicherlich kann man das nicht so einfach über einen Kamm scheren und da gibt es auch ganz spezielle Eigenarten, die da zueinander gehören oder irgendwie sich ausmachen und Herangehensweisen wahrscheinlich auch. Ich gehe mit der Frage auch wieder weg, habe sie jetzt nicht endgültig gelöst für mich, aber ich glaube, es ist wichtig, also jetzt sage ich für mich zumindest, Filmbildung als sozusagen vielleicht so der Ursprung der Medienbildung zu betrachten und zu erkennen und auch die Exemplarität daran zu begreifen. Und der Hinweis von dem Kollegen da hinten ist auch für mich sehr wichtig zu sagen, die Schulen sind ja so ein bisschen resistent gegen Entwicklungen und so weiter. Das ist so eine Eigenart von Schule, das ist auch was Gutes eigentlich und auch was Schlechtes zugleich. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch mehr uns bemühen, im Netzwerk oder alleine, jeder für sich, alle zusammen, am besten alle zusammen, um sozusagen noch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das wichtige Themen sind, die in Schule auch auftauchen müssen, damit wir eine Jugend, eine Kindheit heranziehen, die vielleicht gegenüber anderen Entwicklungen resistenter ist. Also dem Loblied der Netzwerkbildung kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es ist auch zwingend notwendig, um beispielsweise diese Materialien, die hier vorgestellt werden, auch zukünftig erstellen zu können, reicht eine Institution nicht aus, sowohl von den inhaltlichen Kompetenzen wie von den Ressourcen, die dafür notwendig sind. Ich halte das für erforderlich, auch unter dem Gesichtspunkt ist auch schon angeklungen, so ein bisschen die Sorge, dass über die Digitalisierung so ein App- und Methodenschwerpunkt entsteht, dem Inhalte zum Opfer fallen. Und für mich hat Filmbildung sowohl in der rezeptiv wie auch praktischen Arbeit, die Grenzen, da sehe ich fließend, sehr viel mit inhaltlicher Arbeit zu tun. Und da denke ich, sollte zukünftig, ja, Lobbyarbeit wurde auch schon gesagt, getroffen werden. Sonst fällt das Medium des 20. Jahrhunderts, was in der Schule nie angekommen ist, der Digitalisierung zum Opfer. Ja, dann möchte ich den Beteiligten an dem Panel herzlich danken für ihre Diskussionsbereitschaft. Jetzt auch nochmal trotz nicht mehr so toller Luft im Raum auch allen hier Anwesenden zu danken. Wir haben gesehen, es gibt einen reichhaltigen Schatz, den die Filmbildung inne hat und der durchaus auch der digitalen Bildung standhalten kann und etwas entgegenhalten kann. Und ja, es gibt noch einiges, wo man weitermachen kann, wo es sich lohnt, weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Ich gebe das Mikro nochmal weiter.